Hallo, zurück zu einem neuen Vlog. Heute mal ein etwas anderer Vlog. Ich habe Anfang dieser Woche so ein bisschen in meiner Story darüber geredet, dass es mir eigentlich so seit ja schon längerer Zeit mental nicht so gut geht. Also es geht gar nicht mal darum, dass es mir jetzt durchgängig schlecht geht, aber ich merke halt irgendwie, dass ich so ein bedrückendes Gefühl ganz oft habe, auch aus verschiedenen Gründen, also auch viel Stress, vieles, was die letzten Monate passiert ist, die Arbeit, aber auch einige private Dinge, über die ich jetzt vielleicht öffentlich gar nicht gesprochen habe. Ich habe dann auch ein bisschen in meiner Story davon erzählt, warum es manchmal schwierig ist, so über diese negativen Seiten zu reden oder über ja einfach Probleme, die einen vielleicht beschäftigen, weil alle wünschen sich das immer, also alle wollen Realität und wollen nicht immer, dass alles positiv ist und wollen halt sehen, wenn andere Leute irgendwie auch mit bestimmten Themen zu kämpfen haben, um halt sich irgendwie, ja, um einfach damit relaten zu können. Aber immer wenn man das dann macht und sich öffnet, und das ist ja auch nicht gerade einfach, über eigene Probleme zu sprechen, weil gerade in solchen Momenten macht man sich ja auch öffentlich verletzbar, und im Internet hat jeder immer eine Meinung zu irgendwas, selbst wenn man nicht danach fragt. Und ich finde es dann immer irgendwie schwierig, mir die Meinung anderer anzuhören zu Themen, mit denen ich zu ringen habe. Und gerade weil viele Leute dann immer Probleme relativieren oder ja einfach aus dem Grund, dass ich halt in einer unglaublich privilegierten Situation bin, und dessen bin ich mir auch bewusst, und ich bin auch für vieles in meinem Leben sehr dankbar, aber viele können dann halt nicht verstehen, dass man dennoch mit bestimmten Themen zu ringen hat oder auch vieles hinter den Kulissen passiert und kein Leben perfekt ist, und sowas eben irgendwie anzusprechen und dann eben mit anderen Kommentaren irgendwie auch gleichzeitig dann noch umgehen zu müssen. Da denkt man sich dann halt manchmal, okay, ich spreche es vielleicht erst gar nicht an und erspare mir die Meinung anderer, einfach so zum eigenen Selbstschutz. Aber ja, es ist irgendwie manchmal nicht so einfach, weil ich möchte ja trotzdem irgendwie über solche Dinge reden, und jetzt nicht, weil ich jetzt so ein großes Mitteilungsbedürfnis habe oder weil ich irgendwie Mitleid will oder keine Ahnung, irgendwie bestimmte Reaktionen dazu bekommen möchte, sondern mir geht es wirklich eher darum, dass ich halt immer, wenn ich darüber rede, auf der anderen Seite auch merke, wie gut es anderen tut, eben auch damit relaten zu können, und man halt einfach merkt, dass man mit bestimmten Themen nicht allein ist, und aus dem Grund spreche ich halt manchmal dennoch solche Themen an, auch wenn es für mich persönlich halt schwerer eigentlich ist. Worauf ich eigentlich hinaus will, ich habe dann in meiner Story so ein bisschen davon erzählt, dass ich jetzt versuchen möchte, wieder mehr meine mentale Gesundheit zu priorisieren und einfach bestimmte Dinge zu tun, die mir halt auch gut tun, um so ein bisschen gegen dieses bedrückende Gefühl und die Themen, die mich halt beschäftigen, halt anzukämpfen. Und dann habe ich eine Nachricht bekommen, wo mich eine Zuschauerin gefragt hat, was ich denn da genau mache oder ob ich euch dabei mitnehmen kann. Und ich dachte mir, ich weiß gar nicht, ob das interessant sein wird oder wie viel ich jetzt wirklich da zeigen und erzählen kann. Aber ich wollte euch einfach in diesem Vlog so ein bisschen zeigen, worauf ich versuche zu achten, wenn ich eben wieder merke, okay, irgendwie wird mir alles zu viel oder ich vernachlässige bestimmte Dinge, und dass man da einfach so ein paar Rituale findet, die einem persönlich eben gut tun. Das ist jetzt auch natürlich sehr individuell, aber ich zeige euch einfach so ein bisschen, was ich da für mich mache. Gestern war übrigens das erste Mal, dass ich auf unserem Balkon saß. Die Sonne hat so schön geschienen, es war richtig warm, und ich saß einfach hier morgens, habe so ein bisschen gelesen, meinen Tee getrunken, und das tat richtig gut, und ich freue mich einfach so sehr auf den Sommer. Ich lese zurzeit immer noch dieses Buch, das habe ich euch im letzten Vlog schon gezeigt. Ich bin jetzt so ungefähr bei der, so ein bisschen mehr als die Hälfte habe ich gelesen, und gefällt mir ganz gut bisher. Der erste Punkt, auf den ich versuche jetzt zu achten, ich hoffe, ihr könnt mich hier draußen gut verstehen, einen Tag in der Woche zu finden, an dem ich nicht arbeite. Ich glaube, das ist jetzt eher so ein Punkt, mit dem sich eher selbstständige Personen
ja, identifizieren können. Aber der Fakt, dass man sich in der Selbstständigkeit die Arbeit selbst einteilen kann, das ist Fluch und Segen zugleich. Also natürlich ist es ein tolles Privileg, sich eben die Arbeit irgendwie selbst einteilen zu können. Aber ganz oft kommt man eben in diese Spirale, wo man gar nicht aufhört zu arbeiten. Und gerade jetzt so die letzten Monate war es wirklich sehr intensiv. Also ich habe Samstag und Sonntag endlich durchgängig noch gearbeitet und es tut einfach auch nicht gut und es macht auch nicht wirklich Sinn, weil ich habe dadurch auch nicht unbedingt mehr geschafft, weil do not work harder, work smarter. Man muss sich das irgendwie effizienter einteilen und dann muss man auch gar nicht so viel mehr machen, wenn man es halt richtig macht. Ich hatte diese Regel eigentlich noch, als wir in Berlin waren, da habe ich mir immer den Sonntag freigenommen und es war so ein richtiger Self-Care-Tag, aber das ist dann so ein bisschen jetzt mit dem ganzen Zeug, was die letzten Monate mit Fiala und es war einfach wirklich sehr intensiv und ja, dadurch habe ich es einfach irgendwie weggeschoben. Jetzt vlogge ich zwar heute, was ja auch irgendwo Arbeit für mich ist, aber in der Regel werde ich jetzt versuchen, diesen einen Tag mir eher so ein bisschen frei zu halten und wirklich nur so private Dinge zu machen oder einfach Dinge, die mir persönlich auch gut tun. So, Zeit für unser Sunday Brunch. Auch so ein Punkt, wir machen das ja jetzt schon über 2 Jahre oder so und das ist so ein richtig schönes Ritual, auf das man sich immer freut und ich finde so kleine Rituale, selbst wenn es sich einfach nur so um ein Brunch handelt, die tun einem persönlich sehr gut, weil es ist einfach irgendwie so eine schöne Routine, wenn es zum Beispiel auch mal stressiger wird oder wenn viel los ist, man weiß einfach so, okay, wir haben trotzdem dieses Ritual irgendwie für uns und auch für die Beziehung finde ich das persönlich sehr wichtig. Und das kann halt wirklich alles Mögliche sein. Also das kann ein Brunch sein, das kann irgendwie ein Spaziergang sein, den man immer sonntags macht, immer irgendwie die gleiche Route. Und dass man sich so etwas einfach schafft, was einem auf der einen Seite Stabilität, aber auf der anderen Seite einfach auch so ein bisschen etwas Schönes, worauf man sich eben auch immer freuen kann. So, und das lassen wir uns jetzt schmecken. Ich kann immer nicht reden, wenn ich Kong in den Mund hat. Nein. Doch, gibt's. So, wir sind jetzt wieder unterwegs zu einem Flohmarkt. Wir haben nämlich gestern spontan gemerkt, dass heute wieder der Ratschlägermarkt ist in Düsseldorf. Der ist immer einmal im Monat. Ich glaube, das ist immer der erste Sonntag im Monat. Auf jeden Fall haben wir uns dann heute spontan überlegt, dass wir da nochmal hingehen. Vielleicht finden wir heute was für die Wohnung. Ich bin immer optimistisch und am Ende bin ich wieder überfordert, aber... Finden heute was. Ich bin nicht optimistisch. Ich bin 100% sicher. Oha. Hier gibt es einfach so viele coole Sachen, aber ich bin einfach überfordert mit der Auswahl. Oh mein Gott. Und wie fällt zu dir? Wir sind jetzt fast durch und immer noch ohne Ausbeute. Okay Leute, also wir haben jetzt eine kleine Ausbeute gemacht. Erstmal, ich hatte so einen richtig coolen Tisch direkt am Anfang gesehen. Und zwar suche ich schon länger nach so einer richtig schönen Ablage für den Plattenspieler, wo man dann da drunter die Platten einsortieren kann. Aber leider hätten die Platten unten nicht reingepasst. Also wir haben es sogar noch ausprobiert, aber da war so eine Leiste und dadurch konnte man die nicht so gut rein und rausschieben. War ich so traurig. Vor allem, der hat nur 30 Euro gekostet, aber wir hätten sonst nicht so wirklich Nutzen dafür gehabt. Dafür haben wir neue Platten. Das ist ja unsere Tradition immer auf Flohmärkten. Wir haben einmal Saturday Night Fever, der Soundtrack. Auch richtig cool. Sogar 2 Platten. Dann haben wir Stevie Wonder, The Greatest Hits. Und eine Platte von Nat King Cole. Ich verdecke sie einfach. Nein! Dann war da noch so eine Lampe, die hatte ich ganz am Anfang entdeckt und Tommy fand die besonders cool für das Arbeitszimmer und dann sind wir jetzt gerade noch zum Schluss wieder zu dem Stand gegangen und Tommy hat sie dann gekauft. Wir haben lange überlegt, weil sie war jetzt auch nicht gerade günstig, aber die ist echt sehr cool. Ich bin gespannt, wie die da aussehen wird, weil Tommy hat jetzt am Wochenende schon ein bisschen angefangen, das Arbeitszimmer umzugestalten. Das kann ich euch auch dann noch zeigen, weil da hat sich auch einiges getan. So, das hier ist übrigens die Lampe und Tommy versucht gerade schon so ein bisschen das Ganze zu reinigen. Kannst du die einmal so hochhalten und die wird wirklich gut ins Arbeitszimmer passen, weil da haben wir so diese Goldakzente. Ich glaube, das ist sehr cool.
Ich habe jetzt noch ein Bad einlaufen lassen. Meine Schwester hatte mir nämlich so ein Badesofa geschenkt und das wollte ich jetzt unbedingt nochmal ausprobieren, weil bisher immer, wenn ich baden wollte, war es einfach so ungemütlich, dass ich das irgendwie nicht so wirklich genießen konnte. Deswegen hatte ich mir sowas gewünscht und jetzt freue ich mich schon sehr drauf. Mir persönlich ist so Me-Time auch einfach richtig wichtig, einfach so wirklich Zeit für mich ganz allein zu haben, auch so generell innerhalb der Beziehung, dass man einfach auch so getrennt Dinge unternimmt. Tom ist jetzt im Wohnzimmer, er spielt an der Playstation und ich gehe mir jetzt ins Bad und ich freue mich so sehr. Ich liebe es auch einfach, es mir so richtig schön gemütlich zu machen, also es so richtig zu zelebrieren, Kerzen anmachen, mir einen Tee gemacht. Ich habe da noch Weintrauben, dann noch so Schoko-Erdbeeren, die hatte ich noch von vorgestern übrig, die hatte ich für ein Mädelsamt meiner Schwester gemacht und jetzt schlüpfe ich da rein und entspanne ein bisschen. Guten Morgen. Ich habe heute meinen Tag mit Lesen gestartet. Das ist nämlich auch etwas, was ich jetzt versuche in meine Routine so einzubringen, weil früher, wenn der Wecker geklingelt hat, das erste, was ich gemacht habe, war am Handy greifen und erstmal auf Instagram so ein bisschen scrollen, bis ich halt wach geworden bin. Aber das ist halt irgendwie so eine Sache, die mir, glaube ich, gar nicht so wirklich gut tut, weil dann startet man im Grunde seinen Tag direkt so mit dem Leben anderer und so ganz vielen verschiedenen Eindrücken und ich glaube, das ist einfach zu viel und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, meinen Tag mit Lesen immer zu starten und selbst wenn es wirklich nur so 10, 20 Minuten sind, in denen ich so ein bisschen ein paar Kapitel lese und dann eben in Ruhe aufstehe und ich versuche dafür dann auch so ein bisschen früher aufzuwachen, damit ich dann trotzdem morgens nicht irgendwie gestresst bin. Vor ein paar Wochen hat immer um 6 Uhr mein Wecker geklingelt, ich bin aufgestanden und ich bin direkt an den Laptop gegangen, weil ich das Gefühl hatte, ich hätte irgendwie so viel zu tun und das hat mir auch irgendwie gar nicht gut getan und jetzt versuche ich wirklich, dass so die erste halbe Stunde vom Tag einfach nur mir gehört und wenn ich dann einfach merke, dass ich vielleicht ein bisschen mehr an dem Tag zu tun habe, dann stelle ich mir auch einen früheren Wecker, um einfach so ein bisschen diese Ruhe am Tag morgens für mich zu haben. Ich weiß, das ist auch nicht für jeden machbar, manche müssen noch viel früher aufstehen und da ist es dann wirklich schwierig, sie einfach noch früher im Wecker zu stellen. Aber für alle, die vielleicht nicht so früh in den Tag starten müssen, ist das vielleicht einfach ein Tipp. Es kann auch wirklich alles Mögliche sein. Es kann auch sein, dass man dann mit einem Workout für sich startet, dass man vielleicht Tagebuch schreibt, dass man vielleicht direkt morgens einen kleinen Spaziergang macht. Also einfach so diese erste halbe Stunde für sich zu haben. So Leute, hier seht ihr übrigens mal die Veränderung im Arbeitszimmer. Tommy hatte sich das nämlich als Projekt gesetzt, hier so ein bisschen was zu verändern und er hat alles auf eigene Faust sich überlegt und besorgt und dann die Wand hier in diesem schönen Waldgrün gestrichen. Leider kommt die Farbe bei der Kamera nicht so richtig rüber. Also es ist noch so ein bisschen gesättigter als jetzt in der Kamera. Aber ja, so sieht es jetzt gerade mit der Kommode aus. Erzähl doch mal, was du geplant hast. Ich baue jetzt hier, ich zeige euch die Leisten mal, jetzt hier 4 Leisten dran. Kommen ungefähr so auf die Höhe. Die hat er im Baumarkt gekauft, die waren vorher silber und hat er dann Gold angesprüht. Genau, die kommen dann 4 parallel nebeneinander und in diese Dinger werden dann diese Teile eingehakt. Die liegen dann als Halterung für die Bretter. Die Bretter habe ich im Baumarkt auch zusägen lassen. Dann habe ich ein Regal. Und danach kommt die Lampe auch noch oben dran. Ich habe jetzt mal wie nennt man das, die Schirme abgemacht. Die Lampe sieht auf jeden Fall auch richtig, wenn man die jetzt hier vor dieser Wandfarbe auch hat und dann mit den goldenen Leisten von dem Regal, ich glaube, das wird richtig schön aussehen. Ich frage mich gerade, ob wir die eher hätten, also das passt halt vom Ton nicht so gut dazu. Okay, dann schmeiße ich die weg. Nee, kann man ja lackieren. Ich lackiere hier gar nichts mehr. Ich diente erstmal danach. Das ist so ein Projekt, ich dachte, das ist so, komm, ich mach das mal schnell. Mann, das macht mir jetzt schon Kopfschmerzen.
Gleich kommt Henny vorbei, weil wir hier ein Meeting haben, um einige Dinge zu besprechen. Ich weiß gar nicht, ob ihr Henny in den Vlogs schon kennengelernt habt, aber sie ist ja meine Mitarbeiterin seit Juli letzten Jahres und sie assistiert mir eigentlich in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Und heute wollten wir so ein paar Dinge besprechen, die vor allem auch Fiala angehen, weil jetzt bald ja der Launch für die neue Kollektion ansteht. Aber ein Punkt, der heute auch auf der Tagesordnung steht, ist es einmal meine ganzen Aufgaben, sei es jetzt für mich als Content-Creatorin oder eben Fiala aufzuschlüsseln und so ein bisschen zu schauen, wo ich noch Arbeit abgeben kann, was Aufgaben sind, die ich auf jeden Fall selbst machen muss, was Aufgaben sind, die ich eigentlich nicht selbst machen muss und wo ich die abgeben will oder eher nicht will. Das ist nämlich auch so ein Punkt, den ich ändern wollte und auch ändern muss, weil ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich ein unglaublicher Kontrollfreak bin und auch sehr perfektionistisch und dann am liebsten einfach alles selbst machen möchte und es fällt mir total schwer, irgendwie Arbeit abzugeben und es gibt auch viele Aufgaben, die ich eigentlich abgeben könnte, aber einfach nicht abgeben kann, was zum Beispiel auch das Schneiden meiner Videos angeht, aber dann ärgere ich mich selbst auch immer, weil ich damit so viel Zeit verliere, in der ich eigentlich noch andere Aufgaben machen könnte, die ich dann zum Beispiel nicht abgeben kann. Und das ist dann immer so ein bisschen schwierig, weil man setzt sich selbst unter Druck, mehr schaffen zu wollen. Und ich merke dann auch, dass ich mich irgendwie mit anderen vergleiche, die aber verglichen mit mir irgendwie ein riesiges Team um sich haben und natürlich das nicht alles alleine schaffen könnten. Und da muss ich mich halt auch öfter mal daran erinnern, dass das nicht realistisch ist, was ich für Ansprüche an mich selbst stelle und dass es auch okay ist, irgendwie ja, Dinge abzugeben oder nach Hilfe zu fragen. Und das bezieht sich auch nicht mal jetzt nur auf die Arbeit, sondern generell auch auf das Privatleben. Zum Beispiel Stichwort Mental Load, was vielleicht auch in einigen Beziehungen Thema ist oder worüber man vielleicht nachdenken sollte, weil das war zum Beispiel bei uns ein Punkt, der vor ein paar Jahren aufgekommen ist, wo ich halt auch realisiert hatte, dass bei mir der Mental Load sehr hoch ist und diese imaginären To-Do-Listen in meinem Kopf immer länger geworden sind und ich irgendwie alles in meinem Kopf hatte und mich um alles kümmern wollte und mir das halt irgendwann einfach zu viel wurde und dann habe ich das eben auch angesprochen und seitdem ist das so viel besser. Was jetzt zum Beispiel auch den Umzug anging, da waren super viele Punkte, um die sich Tommy ganz allein gekümmert hat, wo ich versucht habe, nicht mal einen Gedanken daran zu verschwenden, weil das ist immer das Schwierige. Selbst wenn ich irgendwie Aufgaben abgebe, habe ich sie trotzdem die ganze Zeit im Kopf und frage dann auch immer wieder nach und sage dann so, hast du das noch im Kopf oder kümmerst du dich darum noch? Und es ist total schwer, das irgendwie abzustellen, dass man einfach mal sagt, okay, ich überlasse der Person das jetzt und das wird schon irgendwie gut gehen und man muss nicht überall immer die Kontrolle drüber haben und ich merke jetzt, je mehr ich da richtige Aufgaben und auch mentale Aufgaben irgendwie abgebe, dass es mir dadurch auch besser geht. Und das war auf jeden Fall so ein Punkt, den ich unbedingt mit reinnehmen wollte, weil vielleicht habt ihr vorher noch nicht so wirklich drüber nachgedacht, zum Beispiel über das Thema Mental Load und vielleicht ist das ja auch ein Thema, was ihr in eurer Partnerschaft irgendwie ja mit reingeben könnt, dass man das einfach mal ein bisschen durchdenkt. Ich hatte das auch in meiner Story kurz angesprochen, weil ich bin auch der Meinung, es kann nicht immer 50-50 sein. Also natürlich gibt es auch mal Phasen, da macht ein Partner vielleicht mehr als der andere oder gibt mehr in die Beziehung rein, um das Ganze so ein bisschen zu entlasten, weil vielleicht die andere Person gerade mehr Stress in der Arbeit hat oder so. Das war bei uns jetzt zum Beispiel auch ein Thema und dann ist es dann vielleicht so, dass beim nächsten Mal die andere Person wieder mehr am Strang zieht und man sich so eben immer gegenseitig unterstützt, weil man hat einfach nie, also es ist ja nicht so, dass immer beide Parteien 100% geben können. Mal zieht einer mehr als der andere, mal lässt sich der andere dann mehr fallen und das finde ich auch sehr wichtig, aber im Großen und Ganzen, wenn man halt wirklich so merkt, okay, ich bin eigentlich immer die Partei, die an alles denkt und mehr zieht, dann finde ich es schon wichtig, da auch mal drüber zu sprechen und einfach so zu schauen, was sind vielleicht Punkte, die man wirklich abgeben kann, wo man dann auch so ein bisschen mental entlastet wird. So, ich habe jetzt hier ein bisschen was vorbereitet, damit wir auch gleich versorgt sind und dann müsste gleich Henny auch schon kommen. Leute, in der Zwischenzeit, Tommy, das hier vollbracht. Seht ihr sein stolzes Gesicht?
Und es sieht echt sehr, sehr cool aus, finde ich. Also einfach das gesamte Konzept, Farbe, die Regale, wie er das aufgestellt hat. Ein richtiger Handwerker. Ja, aber um nicht zu krass zu loben, ich habe wirklich exakt ein Pinterest-Bild einfach nachgebaut. Ich habe das so auf Pinterest gesehen, wie das gemacht wurde. Und dann habe ich gedacht, ich kann das auch. Schau aber auch nochmal ein Ischi sieht, das waren vorher silberne Dinger hier. Sie hat zum Glück interveniert, hat gesagt, es muss am besten Gold sein, dann habe ich es noch Gold besprüht und ich bin so happy. Das ging jetzt relativ einfach eigentlich mit dem Anbringen auch. Ich dachte, das würde viel länger dauern, aber es war echt ziemlich easy. Ich habe die Bretter einfach draufgelegt und von unten die Dinger reingeschraubt jetzt. Ja. War entspannt. Das sieht echt richtig schön aus. Also ihr seht, er hat das jetzt mit seinen Medizinbüchern dekoriert, dann hier mit diesem Kopf, den ich ihm mal vor Jahren geschenkt habe. Und ja, auf jeden Fall sehr cool. Ich glaube, mit so einer Hängepflanze oder so könnte das auch noch cool aussehen. Aber so wie ich dich kenne, werden da auch noch ein paar Pflanzen dazukommen. Aber die hier wird irgendwann auch hängen. Also die wird wachsen und dann wird die irgendwann hängen. Ja. Yeah. Dann kommt die vielleicht da oben hin. Das ist nett. Hallo zu meinem Vlog. Hallo! Was war noch nicht in einem Vlog zu sehen, oder? In deinem Indiana. Ah, stimmt, stimmt. Das habe ich ja ganz vergessen. Oh wow! Annie hat mir eine Zimtschnecke mitgebracht. Kundenservice machst du den. Also. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal quasi die Sachen für Ishtar und dann noch hier unten die Sachen für Fiala. Mhm. Also wenn du das jetzt übernehmen solltest, langfristig gesehen, gerade wenn du... yeah. Generell sollte man schon versuchen, möglich, ich dachte, das geht leider nicht, aber du kannst es, ziehst mal zurück, kannst es jetzt kopieren. Musst du lange gedrückt mit dem Finger? Okay. Cool. War doch für WhatsApp. Ja, das ist nämlich das Ding. Eigentlich. Kennst du das denn, Eltern früher mit ihren Kindern geredet haben, die Fernsehen geguckt? Man gar nicht mehr zu. Einfach zu Technik. Also müssen wir das eigentlich daily machen. Ja. So, Hedy ist jetzt soeben gefahren. Wir haben jetzt 4 Stunden einfach nur diese Sachen durchgeplant und es war jetzt wirklich sehr intensiv, diese ganzen Aufgaben mal so aufzuschlüsseln und zu verteilen und schauen, wie man was machen kann. Aber ich glaube, langfristig wird es dann wirklich ganz gut sein, um eine gute und ja, gesunde Routine auch für alles irgendwie zu entwickeln. Hey, hallo. Wie geht's? Wir machen jetzt noch einen kleinen Spaziergang an der frischen Luft. Das ist auch ein Punkt, den ich mir vorgenommen hatte, einfach mehr Bewegung in den Alltag zu bekommen, gerade wenn man so einen ganzen Tag irgendwie nur am Schreibtisch saß, weil ich das jetzt auch eine lange Zeit vernachlässigt habe. Und wenn man sich wenig bewegt, unterschätzt man es einfach, wie gut Bewegung wirklich eigentlich tut und wie wichtig das ist, nicht nur für die körperliche Gesundheit, sondern auch für die mentale Gesundheit. Und deswegen, selbst wenn es nur ein 15-Minuten-Spaziergang irgendwie noch am Ende des Tages oder so ist, es tut einfach immer richtig gut. Wir haben uns von unterwegs noch die Köfte geholt und haben da jetzt ein bisschen was vorbereitet und das lassen wir uns jetzt schmecken. Ich habe jetzt gerade mal meine ganzen Gedanken runtergeschrieben. Ich versuche das regelmäßig zu machen. Es gelingt mir nicht immer, aber immer wenn ich es mache, merke ich, wie gut es mir tut, einfach irgendwie meine Gedanken zu sortieren und wirklich mich damit zu beschäftigen, was in mir vor sich geht. Und was ich auch richtig schön finde oder was mir auch gut tut, ist manchmal auch alte Einträge zu lesen, weil es tut sich immer so viel und man realisiert das gar nicht, dass bestimmte Dinge dann vielleicht auch besser werden. Und wenn ich manchmal alte Einträge lese oder ich führe ja auch dieses One Line a Day
Tagebuch, wo ich jeden Tag einen Satz reinschreibe. Und wenn ich da manchmal sehe, worüber ich mir zum Beispiel vor einem Jahr Gedanken gemacht habe, was mich da beschäftigt hat, was mich belastet hat und was jetzt zum Beispiel gar nicht mehr Thema ist, dann ja, gibt mir das irgendwie auch ein positives Gefühl, mich nicht zu sehr von momentanen Situationen erdrücken zu lassen, sondern einfach ja, so ein bisschen positiv eben auch zu denken und zu wissen, dass es halt irgendwann besser wird. Und das kann ich wirklich nur empfehlen. Ich habe gerade etwas gemacht, was ich etwas vor mir hergeschoben habe. Und zwar habe ich Briefe geöffnet. Ich habe es gerade kurz in meiner Story angesprochen. Anscheinend geht es vielen so. Aber Post verleiht mir einfach so ein Unwohlsein, weil ich das mittlerweile irgendwie immer mit negativen Dingen verbinde und immer wenn ich da Briefe erhalte, schiebe ich so ein bisschen vor mich hin und generell ist es bei mir manchmal so, dass ich so unangenehme Aufgaben vor mich hinschiebe und das Schlimme dann ist aber, es macht es ja dann nicht besser, sondern man hat es halt durchgängig dennoch irgendwie im Hinterkopf und es ist einfach so mega belastend, weil man dadurch irgendwie immer mehr Angst hat, was daraus wird und deswegen zwischendurch muss man sich einfach manchmal auch zusammenreißen und einfach Aufgaben machen, die vielleicht unangenehm sind und sich diesen stellen und danach ist man dann richtig stolz, dass man es geschafft hat, selbst wenn es nur so was Kleines ist wie Briefe öffnen. Es kann einfach manchmal überfordernd sein, erwachsen zu sein und ich merke so oft, wie ich irgendwie damit struggle und gerade in der Selbstständigkeit und dann auch mit zwei Unternehmen jetzt, da sind so viele Dinge, die man irgendwie machen und beachten muss, die mich einfach so sehr teilweise überfordern. Und ich habe es auch in meiner Story angesprochen, falls ihr manchmal das Gefühl habt, ihr habt euer Leben nicht im Griff, dann seid ihr damit nicht allein und dieses Gefühl ist auch komplett normal. Wir alle leben dieses Leben zum ersten Mal und es ist auch einfach normal, dass man mit bestimmten Dingen zwischendurch struggelt. Es ist einfach passiert. Ich habe meine Steuern zum Steuerberater gebracht, bin gefahren und plötzlich stand ich vor einem Gartencenter. Ja. Und dann bin ich ausgestolpert und kam plötzlich mit dieser Blume wieder raus, mit dieser Pflanze. So schnell kann es gehen. Und was soll ich jetzt machen? Soll ich die jetzt wegschmeißen? Nein. Nein, natürlich nicht. Ich kann nichts dafür. Wo kommt die hin? Da oben. Ich muss gleich davon warten. Mhm. Schick. Die wird jetzt da runterwachsen. Ja. Cool. So, wir hatten uns jetzt noch spontan dazu entschieden, heute Date Night zu machen und einfach mal ein neues Restaurant ausprobieren. Ich finde, es tut immer ganz gut, so ein bisschen aus diesem Alltagstrott rauszukommen. Also ich bin auch eine Person, die kommt da sehr schnell rein, weil ich bin so ein Routinemensch und gerade wenn es stressig ist, folge ich meiner Routine am liebsten. Aber manchmal muss man da auch einfach auch spontan sein und vielleicht einfach besondere Sachen noch planen, um so ein bisschen auch Abwechslung zu schaffen. Wir sind jetzt gerade raus und es war wirklich sehr, sehr lecker. Wir werden auf jeden Fall noch mal essen gehen. Und jetzt machen wir noch einen kleinen Spaziergang. Ich habe jetzt gerade noch ein paar Nachrichten von euch beantwortet. Und jetzt versuche ich für den restlichen Abend mein Handy wegzulegen, weil ein Punkt, den ich mir auch vorgenommen habe, war es, meine Screentime zu reduzieren. Und ich muss sagen, das fällt mir sehr schwer, weil das eben auch mit meinem Job zusammenhängt. Also ich bin ja eigentlich von morgens bis abends, wenn ich halt arbeite, nur am Handy oder vom Laptop. Und das ist natürlich schwierig, das zu reduzieren. Ich muss aber sagen, dass ich dann auch oft dazu verleitet bin, wenn ich dann auf Instagram bin, um zum Beispiel irgendwie Nachrichten zu beantworten oder so, ich dann dazu komme, dass ich dann selber auch wieder privat so ein bisschen da drauf rumscrolle. Und in letzter Zeit, auch abends, war ich so viel immer am Handy und halt zu einem Punkt, wo ich halt auch merke, dass es mir nicht wirklich gut tut. Und ich halt diese Zeit, in der ich halt die ganze Zeit nur am Handy bin, eigentlich auch dazu nutzen könnte, zum Beispiel zu lesen, was mir persönlich einfach einen viel größeren Mehrwert geben würde. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber beim iPhone kann man sich auch App-Limits setzen. Das ist unter der Bildschirmzeit und da könnt ihr dann selber zum Beispiel hinzufügen, okay, auf Instagram will ich nur eine Stunde am Tag verbringen zum Beispiel und man wird dann sozusagen benachrichtigt, wenn man dann diese Stunde erreicht hat und klar, theoretisch könnte man dann trotzdem das wegklicken und wieder weiter auf der App sein, aber ich glaube, dass
Schwierige ist ja allein schon die Tatsache, dass man gar nicht realisiert, wie viel Zeit man wirklich auf den Plattformen verbringt. Auch allein bei TikTok zum Beispiel. Manchmal, also man scrollt und konsumiert diese Kurzvideos und dann plötzlich ist irgendwie eine Stunde schon vergangen, ohne dass man das so richtig wahrgenommen hat. Und ich glaube, dafür sind dann diese App-Limits schon trotzdem ganz gut, wenn man dann einfach so einen kleinen Reminder bekommt, so hey, du warst jetzt schon eine Stunde auf dieser Plattform heute, es reicht. Und das werde ich jetzt versuchen, mal für mich einfach zu testen, zu gucken, ob ich das dann auch annehme, ob ich dann wirklich von den Plattformen sozusagen dann fernbleibe. Weil das Ding ist, Social Media hat halt seine guten und negativen Seiten. Ich finde, wenn man es gut nutzt, dann kann man wirklich auch sehr viel Positives daraus ziehen und viel Inspiration. Und gerade wenn man eben Accounts folgt, die einem auch wirklich gut tun und wo man einen Mehrwert rauszieht oder die einen halt in irgendeiner Weise halt positiv inspirieren. Gleichzeitig kann es eben auch sehr negativ sein, dadurch, dass man eben so sehr das Leben von anderen verfolgt und sich dann vielleicht zu sehr damit vergleicht. Und ich merke auch selbst, dass ich auch oft in so eine Spirale komme, wo ich mich sehr mit anderen vergleiche in bestimmten Punkten. Und da muss man dann auch für sich selber so ein bisschen schauen, wie man das Ganze regulieren kann, ob man dann vielleicht bestimmten Leuten erstmal entfolgen will. Was ich manchmal auch mache, ist es, bestimmte Leute auf Instagram stumm zu schalten für eine gewisse Zeit. Also man entfolgt da nicht direkt, sondern sieht dann erstmal die Beiträge für eine Zeit lang nicht. Dann kann man sich wieder entscheiden, es wieder zurückzustellen. Und wie gesagt, man muss das Ganze wirklich so ein bisschen aufmerksamer konsumieren und auch darauf achten, was man da konsumiert. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall erstmal die App-Limits setzen.